Blitz. Suchen und zerstören auf dem 10. Ja, ihr habt richtig gehört, auf dem 10. von 10 Schwierigkeitsgraden. Unsere allererste Runde. Auf dem 10. von 10 Schwierigkeitsgraden, ohne dass ich mich eingespielt habe, zum Anfang einer niegelnagelneuen Aufnahme. Schande! Ach ja, und die Sickel hat ein neues Schussgeräusch. Alter Schwede, what the heck? Wo ist meine Raygun? Wo ist mein Hund? Schön, dass ihr mit dabei seid. Und abgespacete Grüße zu einer weiteren frisch radioaktiv verseuchten Folge. Helldivers 2 da hinten. Wir müssen... Was? Du wurdest aus dem Spiel geworfen? Blitz! Suchen und zerstören auf dem 10. von 10. Ich höre ja schon auf. Diesmal läuft die Mission schon eine Minute. Weil ich auf Nummer sicher gehen wollte. Ist halt ein bisschen buggy. Das ist jetzt quasi eigentlich die dritte Mission. Hey, du wurdest aus dem Spiel geworfen. Schon wieder! Es ist irgendwas am Spiel heute, kann das sein? Ich starte mal das Spiel neu. Na gut, Klappe die vierte. Okay, Forschungsstation ist im Eimer. Wir müssen wirklich immer in Bewegung bleiben. Und natürlich zusammenbleiben. Das ist ganz wichtig. Und uns nebenbei hier nicht gegenseitig abschießen. Ich habe die Breaker jetzt eingepackt. Es sind einfach so viele Gegner. Ich brauche Crowd Control Schaden. Und die Sicke war einfach viel zu schnell. Viel zu schnell. Überhitzt und so. Block. Na, schöner Backflip. Und Money sparen. Wir müssen sehr präzise sein. Okay. Ja, wir gehen da alle hin, ne? Los! Wir müssen über die Karte hetzen, wie früher. Auf dem Vanilla. 9. Schwierigkeitsgrad, der sich so ein bisschen abgemildert jetzt anfühlt. Aber gucken wir mal, wie der 10. jetzt ist. Vielleicht ist das jetzt der neue 9. Höchstwahrscheinlich. Alles andere wäre auch zu krass. Schande, Mann. Hier muss irgendwo ein Baum sein. Fledermausland. Ah, das ist ein Terminal. Da muss ich ran, höchstwahrscheinlich. Sicher bin ich mir nicht. Kommst du da hoch, Keule? Nee. Auch nicht. Ah, ich denke mal, die Proben sind auch erstmal ein bisschen Rille. Ich gebe dir Deckung, Keule. Seht ihr am Baum? Da hinten ist einer. Okay. Gut. Ja. Und Block von hinten. Auf dem Popo. Vom Alpha. Ist okay. Einen haben wir erledigt, ne? Hier haben wir... Oh, Oh, Schande. Verschwendung. Pure Verschwendung. Jetzt schießt er... Oh Gott. Pure Verschwendung. Jetzt hat er hier meinen Schienenkanonenschlag. Oh, darauf gedonnert. Na gut, versuchen wir es jetzt mit der Raygun mal. Gegen den Titanen. Okay. Wahrscheinlich er hier, ne? Mit der Quasarenkanone. Nee, das ist was anderes. Ich bin am Terminal. Drück den Knopf, drück den Knopf. Missionskarte aktualisiert. Haben wir gemacht, okay. Das ist ein Geschütz. Oh. Müssen wir gucken, ob das so hinhaut. Block. Da muss ich erstmal reinkommen. Ich habe die ganze Zeit Bammel, dass die Runde wieder abbricht. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, jetzt das Geschütz zu holen. Wir brauchen erweiterte taktische Ausrüstung. Hier irgendwo, ne? Wo genau? Die Missionen sind wichtig. Erstmal allem voran. Ist das eine besondere Stelle innerhalb des Bereichs oder? Muss es ja. Okay, ich gehe rein. Hier drin ist das, ne? Hier müssen wir das Ding anfordern. Höchstwahrscheinlich. Im Kern. Im Nukleusbereich. Oder auch nicht. Großartig. Muss ich also auch wegschmeißen, die Aufnahme. Bohrpunkt, der Aufzug kann man finden. Okay, das ist Teil der Mission. Pirscher, oh Gott, Pirscher. Boom. Oh, Schande. Wo sind die verfluchten Pirscher? Ja. Genau, gute Idee. Da könnte das Nest sein. Nice. Gut. Adler 500k. Ah, jetzt hat sich die Stelle verändert. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich Teil des 10. von 10 Schwierigkeitsgraden.
Ist für uns alle neu, also für mich. So, gib mir mal bitte meine Granatenpistole. Block. Hula, danke schön. Durchgeladen. Die Raygun bitte auch. Termin für den Jacken. Hat nicht gesessen. Nochmal bitte. Doch, hat gesessen. Ich dachte, ja. Abgesprungen. Vorsichtig. Präzisionsschlag. Ich nehme hier das hier für euch. Hier. Lieben Insekten. Hätte ich fast ein falsches Wort gesagt. Oh, der Dampf ist immer noch. Weg da. Weg da. Zweimal sogar. Nice. Zwei doofe Gedanke. Verstärkung, Verstärkung, Verstärkung. Sein Kram muss hier irgendwo liegen. Wir bomben den ganzen Hügel weg. Meine Güte, wie nice. Da geht der Kill-Counter aber ordentlich in die Höhe. Wie sich das gehört, sind wir noch auf dem 10. Schwierigkeitsgrad? Ja. Ich wollte das gerade überprüfen. Nein, nein. Mach das nicht. Aber jetzt kannst du. Ja, jetzt ist frei. Wie die hier rumfliegen. Block. Termit. Oh, 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 oh. Das war von ihm, ne? Oder? Ich glaube schon, ja. Vorsichtig, vorsichtig. Vorsichtig. Ist okay, ist okay. Tut mir leid, tut mir leid. Ich brenne. Oh, wie schnell man jetzt wegbrennt, aber. Das wird doch nicht verändert vom Schwierigkeitsgrad aus, oder? Wie schnell man wegbrutzelt. Da. Ich stinke. Charger. Oh, come on. Ich hab Blitz abgekriegt. Übel. Termit. Termit ist das Beste geworden. Gegen die Charger. Das allerallerbeste. Oh, da kommt noch mehr, ne? Übel. Es kommt noch mehr. Schmeiß die Kiste an. Titan. Na. Weg. Nice. Oh, dass das jetzt auch ein One-Hit-Kill ist. Übel. Die Dicken. Die Mittleren. Oh Gott, der wirft dir die Bombe rein. Schande. Aua. Das hat weh. Aber ist noch kein Grund für eine Spritze. Hm, warte mal. Titan. Termit-Titan. Hat gesessen, weiß ich nicht. Brutzelt's? Ja, es brutzelt. Übel, übel Spritze. Hat ihm ordentlich zugesetzt. Okay. Krank, Mann. Aber irgendwie auch geil. Ich glaube, die Runde nehme ich jetzt so oder so, selbst wenn wir wegsterben sollten. Hinter uns? Hinter uns auch. Ja, Vorräte, gute Idee. Dann mach doch. Hier. Der Miet. Oh, oh, wow. Bombe, 500k. Frankmann. Steht gleich ein. Sauber. Nachschub. Nur für dich, mein Freund. Du wolltest Gyros, du bekommst Gyros. Gyros, Gyros, Gyros. Na los. Sind sie weg? Ja. Ich will auch Vorräte. Ich habe auch Gyros bestellt. Der kam mit Knoblauchbrot. Weiter! Weiter! Oh, oh, Schande. Naja, fast neben ihm. Mal gucken. Expo-Radios. Naja, gut. Für den Effekt, ne? Achso, der hat die Warhammer-Rüstung an, die wir tragen wollten. Hier. Guckt euch das mal an, das Prachtexemplar. Aber die blaue, die rote habe ich auch. Die steht bei uns im Spind. Gut. Fesche Probe gesammelt. Markiere Karte. Knusprig, knusprig. Nimm ich jetzt auf. Gott sei Dank. Bitte kickt mich nicht wieder aus dem Team raus. Das wäre ganz toll. Vorsichtig, Loch. Markiere Position. Ja. Markiere Position. Das ist wirklich ein Loch. Sicher ist sicher. Wer weiß, was daraus kommt. Aber jetzt habe ich nur noch eine Granate. Doch, für den Gag, ne? Kann man ruhig mal machen. Wo ist denn Pokémon? Oh. Pokémon.
Verstärkung! Hat sich extra wegsterben lassen, damit er schneller hier ist. Schöner Schild, Keule. Du bist ein richtiger Tank, ne? Mhm. Was wirft er? Er wartet auf ihn, ne? 30 Minuten für die Mission. Ich gehe mit ihm mit. Suppe. So, der nächste Titan ist quasi auch schon tot. Der Schienenschlag ist am Start. Oh. Okay, wo genau? Wird ja angezeigt, wenn wir hier die extra taktische Ausrüstung bekommen. Na, der Tisch ist viel zu klein. Das Mauspad wird auch immer kleiner von Tag zu Tag. Gerade wenn ich Helldiver spiele. Wo denn? Ja, ich glaube auch. Oh. Willst du, warte mal, ich kann ein Loch machen. Also ich kann zumachen. Oh, hier. Krank, Mann. Na, oh, ja, genau, hier zu uns, das Speerfeuer. Warum da vorne? Was erlaube sie? Oh Mann, Leo. Titan. Kümmert euch um den Titan. Ich kümmere mich um die Charger. Wegterminiert. Schön. Da kommt der Titan angelaufen, aber der ist schon angeschlagen, ne? Schande. Hi. Übel. Schande, Mann. Hat nicht gereicht. Weg. Oh Gott. Rolle vorwärts. War noch nie meine Stärke. Präzisionsschlag. Noch besser. Sauber, Mann. Gute Arbeit. Positive Affirmation. Zeitgleich. Dius. Ich komme. Vorräte. Hier so hin, ne? Warte mal. Tentakelman. Ich brauch nur meinen Nachschub. Oder lass ihn da reinlaufen. Genau. Block. Hat nicht gereicht, ne? Kommt aber gleich. Aua. Mit deinen Blitzen. Oh, komm mal. Die Blitze immer. Wir haben noch ein paar Leben. Alles ist okay. Ja, weggefetzt. Saubere Arbeit. Mhm. Danke sehr. Ula! Lass mal auch ein bisschen noch was übrig, ne? Gelle. Ja, wobei bräune mehr, ne? Stimmt. Wo ist mein Hund? Mein Hund! Schande, da liegt er. Moni. Ja doch, ich brauch doch Moni. Entschuldigung, ich hab nichts gesagt. Nun nimm. Aber nicht die falsche Waffe. Rein ins Getümmel! Schande. Der Tisch wird wieder kleiner. Ula! Vorsichtig. Kleinkram. Na. Okay, Entschuldigung. Ist in Ordnung. Durchladen. Alpha. Alpha-Männchen. Geht nicht, ne? Nicht tot. Muss ein Kopftreffer sein. Aber ich glaube, der zweite ist dann egal. Hey, bleib stehen, Keule! Na! Du kommst sonst nicht! Genau so! Ich will ihn explodieren sehen! Au! Torero, Mann! Und Termin für dich! Ungünstig! Magazin leer! Tentakel! Ohne Ende! Oh, hi! Termin! Ist schon tot, ne? Und noch ein Charger. Hier! Zack, hat gesessen. Ich muss unserem Teammitglied hier beistehen. Der keine Hilfe braucht. Ja, wollte ich auch gerade machen. So ist gut. Rein da wieder ins Getümmel! Los! Wer lebt hier noch? Ja, mir fehlt hier echt so meine Kontaktgranate, aber Tenny ist gerade unschlagbar. Da! Charger, der gehört mir! Oh, come on!
Thermit, Thermit, Thermit. Absolute neue To-Go-Granate. Ja. Na du, na du. Das ist gut. Das Einsatzfutter. Gucken, gucken, gucken. Du bist schon gegrillt. Mein Tisch ist viel zu klein. Und hier ist noch irgendwo ein Tentakelman, aber ich habe keine Granate mehr. Haben wir ihn? Nein. Hat sich erledigt. Muni. Oh, Proben. Nehme ich. Nein. Hinter uns ist irgendwer. Kleinkram. Und ich habe noch drei Magazine. Sollte man im Auge behalten. Hey, wer war das? Oh, hi. Von hinten überrascht. Oh. Oh, ja, warte mal, ich habe einen Schienenschlag für dich, Keule. Hier. Und kein Termit, kein Termit. Aber das ist Tentakelman, ne? Oh, oh, wow, wow, oh, wow, oh, wow, wow, Spritze. Und weg. Und gucken. Ist gut. In Bewegung bleiben, durchladen. 5 Schuss. Kleinkram, oh Gott, nein. Ja, ist gut, 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 ist gut. Oh, packe. Verstärkung wurde losgeschickt. Verstärkung, ja, aber wir brauchen auch Termit. Wir brauchen auch Termit. Unbedingt. Baller hier gleich. Ja. Renne lieber. Spritz dich und dann renne weiter. Oh, packe. Rennen war nicht die beste Option. Er ist schneller als... Oh Gott. Meine Güte! Ist gut, ist gut, ist gut! Übel! Na! Aufstehe! Ich muss hier gleich was hinwerfen. Was ich eigentlich nicht machen wollte. Da ist einer und da sind zwei. Ich sollte mich formieren mit V1. Da kommen wir. Alpha, ne? Psch, wir schleichen uns an ihm vorbei. Psch. Hat er mitbekommen? Nee, hat er nicht. Oh, Backe, Alter, ich hab gar nichts. Doch, Nachschub, von da oben. Ja. Hey, ist gut jetzt. Oh, Backe. Hier, ich brauche hier Hilfe, Leute. Wir müssen formiert bleiben, auch wenn euer Kram da hinten liegt. Das bringt überhaupt nichts, wenn wir jetzt hier einsam rumeiern. Das bringt überhaupt nichts. Das will niemand. Ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Noch 11 Leben. Na, na. Hier ist tot. Da, Termit, 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 Termit. Und jetzt zusammen. Zusammen, zusammen, zusammen. So, warte mal, da läuft gerade ein Orbitalsperrfeuer. Der feurigen Art und Weise. Vorsichtig, Charger, den hole ich mir. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hat gesessen. Nice. Hier noch einer. Weg. Hat er mich erwischt? Ja, oh Gott, wie wir uns gleich wirklich magnetisch verfolgt. Aber ist ja nicht so wild. Das gehört dazu. Die Runde lässt sich so oder so drin, auch wenn wir das Objective vielleicht nicht packen sollten. Aber das ist jetzt der Thrill. Hier geht es nicht um Punkte oder sowas. Hier haut einer ab. Leave it, ne? Oder meint er damit was anderes? Oh. Kram. Irgendwie da. Glaube ich. Nee, das ist mein Kram. Schienenschlag. In 11 Sekunden. Da warte ich doch. Da warte ich doch. Na? Kommst du? Schienenschlag in 2. Ist gut. Okay, macht er schon. Sehr gut. Waffenwechsel. Oh, fast wäre ich hingefallen. Weg. Na, na, na. Oh, come on. Vom Mitspieler zerlegt. Ich hätte ihn präzise wie ein Chirurg mit dem Schienenkanonenschlag erledigt. Ja, hier. Hier spielt koordiniertes Vorgehen wieder mehr eine Rolle. Ich hoffe, dass der Laser Bescheid weiß. Oh! Geil. Ein Schildgenerator rum. Ich könnte meinen Kram auch bestellen eigentlich, ne? Dann bräuchte er nicht rüber. Gute Idee. Nonverbale Kommunikation. Gute Arbeit. Schöne Rüstung, ne?
Bin auch ein großer Fan. Also ich bin noch nicht tief eingetaucht ins Warhammer-Universum, weißt du, aber ich habe das vor. Ich denke, das ist eine von diesen Sachen, wo sich viele Warhammer-Veteranen wünschen würden. Gott verdammt, würde ich gern alles vergessen und nochmal von vorne erleben. Ich bin in dieser Situation. Ich bin noch quasi ein unbeschriebenes Blatt, was das Warhammer-Universum angeht. Termit! Block, danke schön, der ist weg. Um den brauchen wir uns nicht kümmern. So sind wir überhaupt doch hier richtig, ja, mehr oder weniger. Termit. So, das sind kleine. Auf, pass auf mit deinen Blitzen. Geh ran an den Apparat. Ich kann das. Ich habe eine IT-Schulung gemacht. Knöpfe drücken kann ich. Block. Moni. Schienenschlag. Oder? Ja, irgendwas anderes. Hauptsache weg damit. Wir kommen sonst nicht dazu, das zu benutzen. Alles cool. Probe. Als ob das jetzt noch relevant wäre. Adler, Präzisionsschlag. Ideal, finde ich gut. Auch sehr präzise geworfen. Müssen wir ihm lassen. Status, Bohrer beschädigt. Ich dachte, man kann ihn nicht beschädigen. Ach, der wird nur blockiert, ne? Nachladen wäre ganz toll. Orbital, Napalm-Sperrfeuer, jetzt hier so, ne? Aber wer weiß, was von da hinten kommt, ne? Aua, Guard-Dog, ich brenne schon wieder. Hör auf damit, das ist echt super interessant geworden, ne? Mit dem Anzünden, selbst durch Guard-Dog. Warte, ich gehe hier lang. Wo ist denn der Mittlere? Da ist ein Mittlerer. Block, weg mit ihm. Sehr gut. Ausgezeichnet. Das war sehr gut. Verstanden. Wir wollen jetzt dahin. Vielleicht schaffen wir den Auftrag noch. Den ersten auf dem 10. von 10. Vorsichtig, Loch. Hier, Loch. Diesmal werfe ich da keinen Termit rein. Wir haben das bitter nötig. Come on, 6 Leben noch. Aber ich glaube, hier war auch der Kern der ganzen Gegner. Ich gehe hier lang. Jetzt sind wir noch im Bereich, ne? Wir müssen uns aufteilen. Wir müssen das perfekte Gebiet finden für den Bohrer. Damit wir die Aufzuchtkammern eliminieren können. Kurz durchatmen. Keine Spritze benutzen. Wir brauchen sie gleich noch. Bin ich noch im Bereich? Vorsicht. Ey! Die verlangsamen nur einen, ne? Aber es wirkt gerade so. Wer sagt das? Taktische Ausrüstung, ne? Schienenschlag ist wieder da. Bin ich noch im Bereich? Warte mal, das ist immer sehr oft. Taktikausrüstung verfügbar. Okay, ich hab's gefunden, Digga, ich hab's gefunden. Granaten, Moni, alles aufheben. Nachschub, wir sammeln uns sowieso alle hier. Ausrüstungspaket unterwegs. Ich schmeiß direkt an die Kiste. Das Ding kann nicht zerstört werden, wenn ich mich recht erinnere. Oh, stopp, Entschuldigung, meine Güte, ja. Ich hatte eine 3 Minus in diesem IT-Kurs. Aber es gilt. Ich bin staatlich geprüft. Okay, Action. Vorsichtig. Klein, aber oho. Das sind die Mini-Jäger. In jedem 7. Ei. Gut. Oh, da hinten. Warte mal, ich weiß nicht. Den mittleren, der gehört mir. Okay, durchgeballert, ne? Die mittleren rauspicken. Auf Distanz kann ich damit gerade sehr, sehr gut, hilfreich und ein guter Teammitglied sein. Ich sehe nichts. Da hinten, das ist zu viel Feuer. Die könnten ja auch von der anderen Seite kommen. Aber fett, Mann. Echt fett. Mehr. Saubere Arbeit da. Charger. Charger, Mann. Und den Schienenschlag hebe ich mir auf für den Titanen. Ula. Draufhalte. Lebt er noch? Jetzt nicht mehr. So, Bohrer-Interface zum Einsetzen des Atomsprengsatzes benutzen. Wer will zuerst? Wir alle wollen, ne? Und jetzt weg hier.
Hier explodiert gleich eine Atombombe. Sieht nicht in den Blitz. Kein Diver wird zurückgelassen. Nice, wir haben es gepackt, Mensch. Jetzt ist egal. Jetzt wollen wir nur noch Fun und Fun haben, oder? Aber hier ist doch bestimmt noch mehr. Oder wollen wir nach Hause? Hier hin? Oder hier? Hier hin? Oder hier? Hier oder hier? Da könnte noch was sein. Hier, ne? Alles klar, los geht's. Wir wollen Action machen. Sie sollen sich an unsere Legende erinnern. Da ist was, ne? Das ist ein Loch. Das ist markiert da. Also ein großes Backloch mit vielen kleinen Löchern. Vielleicht ein Meganest. Und so eins können wir hier nicht einfach stehen lassen. 10. Schwierigkeitsgrad ist der einzig wahre Schwierigkeitsgrad. Meine Meinung. Meine Meinung. Los. Nur Action. Vorsichtig, Loch. Markiere Position. Nördlich. Verstanden. Ja, Loch. Verstanden. Verstanden. Ausgezeichnet. Vielen Dank. Aber auch Entschuldigung. Tut mir leid. Verstanden. Flachkörper. Ja, okay. Ich hab's. Eine Sekunde. Okay. Das hat auch mega viel Ausdauer gekostet, oder? Nehme ich noch auf? Sind wir noch live? Nee, warte mal. Okay. Du musst ganz kurz. Warum ist der Dicke schneller als ich? Gute Gene, ne? Darf man nicht unterschätzen. Ist so. Er ist halt ein Space Marine. Aber kein Blood Angel. Wollen wir da hinten? Oh, da sind noch Löcher. Da dampft es. Evakuierung möglich, sobald ihr bereit seid. Nein, wir wollen nicht nach Hause. Wir hätten den Trick machen können, aber wir kennen auch viele wieder nicht. Ne? Also Peli kommen lassen und dann aber, wenn er angeflogen kommt, genau in dem Moment wieder rauslaufen. Dann fliegt er wieder hoch und schießt auf Distanz. Sehr, sehr weit, wenn das überhaupt noch geht. Ist das so ein Loch oder nicht? Wo ist ein Keule hin? Okay, wir gehen doch da rein. Na gut, ich will nicht alleine hier auf dem 10. Schwierigkeitsgrad. Oder doch? Ja, ne? Wollen wir zusammen? Dahin, ne? Zusammen. Alle drei zusammen. Da ist nichts. Da ist nur Dampf. Nichts weiter als Dampf. Das können wir nicht schließen. Nichts weiter. Nothing. Oh. Erst so, wir sollten uns vereinen. Komm mit. Verstärkung. Da muss noch irgendwo ein Loch sein. Da auf dem Kompass ist die Kralle. Oh Gott. Die Kralle. Wir gehen zur Kralle hin. Plötzlich ist Helldivers wie ein neues Spiel. Absolut. So. Mhm. Anfrage bestätigt. Verstärkung ist unterwegs. Ja, was kriegt man eigentlich dafür? Außer die Proben jetzt und diese komischen 500 Anforderungsscheine, wenn man nach Hause kommt. Gar nichts, ne? Ja, ja, Löcher. Oh, Löcher. Löcher, Löcher, Löcher. Ey. Oh, wow, 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 wow. Du bist gut. Hinter mir. Oh, hi. Du bist auch hier. Das ist cool. Hula. Der Superman. Bombe, vorsichtig. Mega groß. Vorsichtig. Schande, ich muss jetzt hier rein donnern. Und los. Charger. Thermit. Wir müssen ihn abhängen. Nice, 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 nice. Rüber. Spritze. Und weiter. Löcher. Da ist ein Loch. Und jetzt ist es zu. Noch ein Loch. Hula! So gut, da ist ein Ei. Das ist ein gutes, ne? Paket gefunden. Ist das was Gutes? Noch 4 Leben. Paket wird abgelegt. Ist der Titan noch alright oder was? Haben wir ihn? Nein.
ne? Oh, oh, Titan, Titan, Titan. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Schienenschlag. Er hat mich fast erwischt. Orbitalschlag an. Yes! Oh, Titan, das andere, das was brennt, das was wir aus Breaking Bad kennen. Richtig, Thermit, was es auch in Kinderspielzeugen geben soll, absolut authentisch dargestellt. Alpha, der gehört mir. Na, so ist gut. Zerplatzen soll er. Danke, Gardok, das ist ein mittlerer. Ula! Hat nicht gereicht, ne? Oder ist er doch eingeschlafen? Jetzt, ne? Ja, jetzt ist er eingeschlafen. Bis zum letzten Soldaten, verflucht nochmal, ja. Wir wollen nur killen. Auf dem 10. von 10 Schwierigkeitsgraden. Die Meganester. Das ist doch eine Sache exklusiv vom 10. Schwierigkeitsgrad, oder? Oder gibt es die eventuell häufiger auf dem 10.? Ist mir kein Begriff gerade. Muss ich zugeben. Beim 9. gewesen. Vor allem mit 10 Löchern. Ich habe oben extra die Anzeige gesehen. Aber naja, manche Dinge kann ich mir auch nicht so richtig einprägen. Ne? Andersherum, manchmal kann ich mir sehr unwichtige Dinge sehr lange einprägen. Ich weiß jetzt aus dem FF, dass die Diskothek aus Terminator 1 Technoir heißt. Und dass die am Pico Boulevard ist. Warum mir das jetzt so einfällt, das meine ich. Das ist ganz komisch. Na! Block! Loch! Da, Loch! Dankeschön! Wie so Stauschau, ne? Die Lochschau von heute. Ey, 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 ey. Da, Alpha. Alpha Mail. Ula. Durchladen. Auch Essen. Gyros. Evakuierung möglich, sobald ihr bereit seid. Ich weiß doch, Peniman. Wir wollen hier nur ein bisschen einen Heldentod sterben. Lade nach. Lade nach. Tut mir leid, aber jetzt sind wir sind jetzt quasi im Nachspiel, im Endgame von dieser Mission. Da kann man auch mal ganz egoistisch ein bisschen Nachschub anfordern. Offensichtlich bin ich auch der Einzige, der dieses Problem hat. Immer. Aber naja, es gibt nichts, wofür man sich schämen müsste. Na los. Jetzt doch nach Hause, oder was? Ja, das ist okay. Machen wir. Die haben ja Muni da vor Ort. Alles durch. Mega geile Mission. Sowas macht man natürlich nur. Also wir haben ja jetzt nichts davon gehabt, die Mission länger, also in die Länge zu ziehen. Das macht man nur, wenn einem das Grundspiel, ne, das Gameplay einfach Spaß bringt. Und das ist was, ich finde, in dieser modernen Videospielwelt immer noch was ganz, ganz Besonderes. Ne? Dass man auch ohne, komplett ohne Progression einfach seinen Spaß mit dem Spiel hat. Und das ist wirklich, hatten wir uns auch letztens in den Kommentaren drüber unterhalten gehabt. Aber okay, ja, gute Arbeit. Peli! Peli! Das durchatmen. Wir haben sie alle ausgerottet auf dem 10. von 10 Schwierigkeitsgraden. Kommt immer aufs Team an. Ja, komme, komme, komme. Eichchen! Ich habe auch ein Ei mitgenommen. Wo habe ich da? Ach nee, das müssen wir das die ganze Zeit mitschleppen? Wertvoller Gegenstand. Wertvoller Gegenstand. Verstanden. Verstanden. Au, 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 au. Sogar der Rucksack wurde hell, Warhammer-mäßig angepasst. Seht ihr das? Ist ja verrückt. Aber ich habe leider keine dicke Rüstung, mit der das funktioniert. Die extra Granaten hat. Leider, deswegen. Ich bestehe auf mein extra Termin. Ich gehe rund auf. Ich gehe doch nicht runter. Ula, sie kommen von allen Seiten. Peli, 2 Minuten. Wie lange ist denn noch die Missionszeit? 4 Minuten. Das ist in Ordnung. Ich habe noch einen Schienenschlag. Verflucht doch mal. Ja. Für Übererde. Gott sei Dank, Mann. Gibt es dieses Spiel? Ne? Warte. Yes! Großartig! Ula! Oh, vorsichtig! Nicht runterrollen. Da war kein Sicht. Ich weiß.
Aber da fängt der Spaß doch an. Oh, 500k-Bombe. Ankunftszeit T-1 Minute 30 Sekunden. Ja. Das ist der Blitzmann, ne? Ja, das ist der Blitzmann. Vor dem müssen wir uns in Acht nehmen. Nachschub. Ich habe auch noch hier, wenn er wollt, eine Relic. Oh, schon wieder den Bildschirm verlassen. Das passiert mir erst neu. Erwähnt irgendeine Option? Habe ich da verändert? Zack, zack, zack. Nice. Draufhalter. Auf den ganzen Haufen. Kommt her. Yes! Magazin leer! Oh da, Thermit für dich! Ich hab ihn, ne? Ja, Thermit voll erwischt. Und der andere ist direkt über ihn rüber. Ah, rüber gesprungen. Reicht eine Thermitgranate? Weiß ich nicht. Er hat ja auch drauf geballert, ne? Magazin leer! Eine gute und berechtigte Frage. Ich will auch nochmal runter. Los! Noch eine Rutsche. Oder eine Attraktion. Noch einmal Achterbahn. Aber dann geht's nach Hause. Ihr Schlingel. Das bin ich. Keine Panik. Na gut. Kommt ihr doch mittlerer oder so? Ansonsten baller ich jetzt die Kleinen weg. Ich versuche die Kleinen wegzuballern. Block. Heli! Oh, da kommt Titan Man, Tentacle Man. Kommt der bis hierhin jetzt mit seinen Tentakeln? Ah! Vorsichtig. Also rein optisch ist das schon ein Highlight hier. Wollen wir? Wir kommen. Großartig! Überlang. Aber wer lang hat, kann auch lang hängen lassen. Das hatten wir auch schon in der letzten Folge geklärt gehabt. GG. Absolut GG. Und es stimmt auch gar nicht, dass ich diese Statistik nur anzeige, wenn ich am meisten Eliminierungen hatte. Die höchste Präzision reicht mir da auch manchmal. Nice! Wir haben sogar was abgeschlossen, was Persönliches. Na gut. Dann rein in die nächste Mission. Was ist es? Blitz suchen und zerstören? Das wäre jetzt natürlich ideal. Da würde ich mich am meisten drüber freuen. Terminidenschwarm ausschalten. Auf dem 10. von... Ach, wir sind noch gar nicht unten. Dann nehme ich aber andere Sachen. Dann nehme ich erstmal teilweise die gleichen Sachen. Wobei, wenn der Titan kommt, dann würde ich den dann auch mit dem Schienenschlag wegwämsen. Und ich mag Gardonk. Ja. Ach naja, wisst ihr was? Ich bin da eigentlich ein sehr einfacher Typ, ne? Block, block, block. Ula! Die mittleren kann man immer noch gut weghauen. Aber das werden wir ja dann sehen. Wenn wir unten sind und unseren Worten Taten folgen lassen für die Demokratie. Terminiden eliminieren auf dem 10. von 10 Schwierigkeitsgrad. Au, das ist die Karte, alles klar. Da hätte ich am Mac mitnehmen sollen, aber okay. Jetzt sind wir hier. Boom, Schakalaka. Kommt schon. Action. Schwere MG-Stellung. Naja. Ich wusste nicht, dass es die Karte ist. Ach, jetzt ist auch egal. Au. Aber ich habe keine Energie verloren. Egal, reines Getümmel. Block. Krank, man einfach nur krank. Kommen da noch viele mehr? 500k, gute Idee. Oh, der ballert von da oben. Wie geil. Das ist ein richtiger Krieg. ja, gut. Da drüben haut mal hin. Aber schön Mittel rein, ne? Schön Mittel rein. Ja, sollte kein Problem sein für dich. Wenn nicht, kaufe ich dir einen neuen, okay? Neues Geschütz. Wenn wir sterben, dann zusammen, ne? Alles cool. Nein, da ist nichts. Passiert nichts. Alles cool. Alles cool. Das ist abgetimed. Oh, Schande. Sorry. Muss ich jetzt schreiben. Ich dachte, ich könnte das gut abtimen, aber Pustekuchen. Jetzt bin ich auch unten gelandet. Genauso wie die Demokratie. Oh.
Das hat er mit Absicht gemacht, ne? Es tut mir noch leid, meine Güte. Wenn das überhaupt der gleiche war. Was für ein Massaker. Aber es ist auch der 10. von 10 Schwierigkeitsgraden. Schande. Mein Kram. Gerade bei der Mission. Da ist das ein bisschen Guard Dog. Mit einer Railgun nehme ich. Diese hier. Second Hand. Warum nicht? Vorsichtig. Hula! Oh wow, Kettenreaktion. Ja. Mensch. Auch solche Runden gibt es. Und ich habe nicht vor, euch das zu verheimlichen. Gerade hier auf dem allerhöchsten Schwierigkeitsgrad geht es manchmal drunter und drüber. Ich kenne mich da aus. Ich habe schon eine Mission komplett zu Ende gespielt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Guard Dog. Ja. Und Railgun. Aber schön, dass wir unseren Kram zurückbekommen haben. Ja. Vorsichtig. Ein Titan irgendwo. Ich hätte schon sehr viel Bock jetzt, meinen Schienentrag irgendwo rein zu donnern. Block. So ist gut. Komm so hoch. Übel. Ja, wir können auch die ganze Zeit hier bleiben. Wir müssen uns halt nur aufeinander verlassen können, dass wir uns nicht gegenseitig anzünden. Das ist sehr, sehr wichtig. Na, na, Guard Dog, bitte nicht anzünden. Ja, ich leg mich auch hin, ist okay. Als Zeichen meines Respektes. So nice. Hätte ja klappen können. Kann man die Säure-Spookies? Zufällig? Magazin leer. Eventuell. Mit einer aufgeladenen Patrone. Aus. Ja, kann man. Aus der Railgun explodieren lassen. Es geht. Hiermit hätten wir das bewiesen. Moni. Gleich kommt wieder mein Orbitalsperrfeuer. Der ist tot. Er sollte explodieren. Wenn das noch geht. Wird um die Ecke gesprungen. Ist so geil. Okay, alles cool. Alles cool. Wow, aber ist auch super effektiv, das Blitzgewehr, ne? Kann es sein? Sperrfeuer, sehr gut. Ich habe auch noch eins. Aber diesmal bin ich vorsichtig. Das dampft da drüben die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Erledigt. Wenig Titanen, ne? Es wird Zeit für mehr Titanen. Hörst du, RNG? Ich möchte nicht ewig meinen Schienenschlag zurückhalten. Gucken wir mal. Was haben wir denn hier unten? Ist so neblig immer hier. Okay. Vorsichtig. Alphas und so. Auf kurze Distanz. Absolut tödlich. Okay. Nein, Guard Dog, bitte. Hör auf. Hör auf. Noch ist es nur Körperverletzung. Lass es nicht Mord werden. Aua. Irgendwo möchte ich jetzt noch mein Sperrfeuer reinhauen. Für die letzten 5% da hinten irgendwo, ne? Wenn, dann da hinten. Aber diesmal ein Müh weiter. Oh oh. Das brennt hier gleich wieder. Noch kürzer als beim letzten Mal. Dankeschön, dass ich dein Geschütz mal kurz benutzen darf. Und das Feuer bis hierher. Oh, okay. Frage beantwortet. Chaosrunde, eine absolute Chaosrunde. Ich bin sehr glücklich, dass das hier im zweiten Teil der Folge passiert. Lassen wir drinnen, ne? Ja, lassen wir drinnen. Vorsichtig. Peli. Müssen wir ihn anfordern oder kommt er so? Der kommt so, ne? Bei der Art von Mission. Ist lange her. Ist lange her. Da ist noch mein Kram irgendwo. Wenn er nicht runtergefallen ist. Vorsichtig. Ja, abkühlen, abkühlen. Es glüht noch. Peli! Pass auf, wo ihr steht! Peli! Peli! Sehr schön. Ich bin der Erste im Bus. So gut. Ja, aber der Schienenschlag, ne? Sehr schade um den Schienenschlag. Nein, ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich habe ihn nicht umgebracht.
Nein, ich war das nicht. Gut, da waren das unsere ersten Ausflüge auf dem aktuell höchsten Schwierigkeitsgrad, den Helldivers 2. Das hat mir eine Menge Spaß gemacht. Das wird bei weitem nicht unser letzter Ausflug auf dem 10. von 10 Schwierigkeitsgraden gewesen sein. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Und bis dahin, für die Demokratie. Euer Leo. Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback, und zwar von euch.